don't forget to subscribe! And capital city. It was destroyed following an invasion from the Northern Empire. Now it is a dangerous place, full of dragons and white walls. Ja, willkommen zurück zu Dragon's Chrome Pro. Ich habe schon alles vorbereitet. Alle sind über 32 bis 34. Orianna ist, glaube ich, Level 34, sowie Rolle und Vic ist, glaube ich, Level 33. Ich muss mal kurz hier mein Stück zumachen. Was meint ihr, wie viele Versuche würde ich brauchen, um den Drachen zu besiegen? Ich versuche nochmal in diesem Part ihn zu besiegen, wenn es nicht klappen sollte. Mache ich zum nächsten Mal erstmal die anderen Dungeon und werde ein bisschen Level farmen. Oh, fast auf das gedrückt. Ich habe hier ein bisschen was verändert und ich habe mittlerweile auch einen dritten Beutel. Und zwar habe ich jetzt hier Verteidigungsstopfen, belebender Schluck habe ich mir noch gekauft bei Morgana. Dann habe ich noch eine Sprengstofftasche ungefähr so. Ach, ich wollte noch die Säureschriftrolle einfügen. Bei Beutel 1, egal. Dann jedenfalls ist es so. So. The area reeks of sulfur, and earth-shaking snoring reverberates throughout. When you're ready, move forth. The red dragon is nigh. Let's see. So, jetzt kommt er. Aber diesmal kamen da keine Gegner. Ja, also das letzte Mal wurde ich da richtig verarscht. Eigentlich wollte ich nur vorbeispringen, aber der hat ihn ja... Der hat ein bisschen die Augen offen. Aber der hatte ja einfach versehentlich... Toll! The red dragon has awoken from its slumber. What? Waiting to unleash its fiery breath. Ready your shields. To unleash its fiery breath. Ready your shields!
Wir haben noch 4 Chancen. Ach komm, erzähl mir jetzt kein Fick. Ich hätte nochmal so schön mächtigen Schaden ausholen können. Komm schon, er ist fast down. Jawohl! You have defeated the Red Dragon, said to be the strongest creature known to man. Your name will command respect for all time. Bear your new title proudly, Dragon Slayer. Das werde ich, obwohl ich eigentlich Drachen mag. So. Juhu! Jetzt habe ich eigentlich alle Talismane. Und ich bin Level 33. You obtained the purple talisman. Dorf erhalten, Talismeister. Do you remember the runes? Erinnerst du dich an die Runen, die Luke Kane erwähnte? Diese geheimen Runen öffnen das Tor zum Reich der Illusionen. Okay. Was sag erstmal meine Ausrüstung? Ja, warte mal. Ach, ich kann's so lassen. Also ich habe jetzt damit nicht gerechnet, dass ich ihn gleich beim ersten Versuch schaffe. In diesem Part. So, ich gehe erstmal zu Luke Kane und danach gehe ich zum Königreich. Hast du diese Rune irgendwo gesehen? Luke Kane meint, dass das Tor außerhalb der Stadt etwas mit dieser Rune zu tun haben könnte. Ich habe die schon mal gesehen, aber ich weiß nicht mal in welcher Dungeon. Es gibt viele Dungeons. Also es gibt 9 Stück mit jeweils... Also es gibt 18 Wege in 9 Dungeons. Oh, how can I help you? Wo soll... Schön, dass du es mir... Achso, stimmt, das hat er schon mal erwähnt. Aber, hä? Ach, egal. You're back. Hier habe ich immer noch nichts Neues. Und ich dachte, ich bin am Schloss gegangen. Hier war ja das. Du erinnerst dich an die Geschehnisse im Schloss. Nein. Heidland ist in einem chaotischen Zustand. Aufgrund der Ork-Invasion einer erneuten Debatte um die Thronfolge. Bolger versucht... Hatten wir doch schon alles. Did you see this rune somewhere? Lucane says that the gate at the outskirts of town may have something to do with this rune. Das sieht kacke aus, die 1. Schon besser. Oh, hast du irgendwas Neues für mich? Wenn das hier jetzt nicht das Fragezeichen ist, dann wissen wir Bescheid, was fehlt.
Sogar zwei. Ich dachte, mir fehlt nur der eine. Es würde mich nicht wundern, wenn nur der eine rein zufällig fehlen würde. Das heißt, ich darf jetzt die ganzen Dungeon abklappern. Oh, 1020. Das wird doch ewig dauern. Jede Dungeon-Nummer abzuforschen. Man kann hier rein zufällig nicht entdecken, wo was ist. Ja. Achso. Bin schon einmal um die Welt gereist. The inside of the cave connects to a fissure on the coastline. It seems large enough to contain another ocean. Sailors dread passing through this area. There are myriad tales of ships disappearing here. Was heißt hier mein? Hier wird nicht geklaut. Ich darf das. Und der fliegt irgendwo hin. Jetzt auf einmal habe ich mehrere, also gleich zwei. Stimmt, ich glaube, man konnte sich doch irgendwo ducken, oder? Ducken, sage ich schon. Verteidigen. Die ist nicht schön. According to the mermaid, the pirates scattered throughout the islands use this area as a hub for trade amongst themselves. Rumors claim that among their treasures is a magic lamp that could call forth a demon. Das einzige Positive ist jetzt hier, dass man jetzt hier gut ein bisschen Level farmen kann. Und auch genügend Gold einsammeln kann. Weg da, er explodiert! Diese Zombies, Alter, diese dicken, die sind so widerlich. Careful.
Hier gibt's gratis Knochen. It was all a ruse. The pirates were spying on you the entire time. Mel ist fast tot. Sorry, kein Platz mehr. In der Wildnis ein Urlaub. Hä? Hallo? Wo kommt der denn jetzt her? Aber ich habe geblockt. Also Mel braucht definitiv was zum Heilen. Hallo, nimm da mal! Das war's? You've waltzed right into the pirates' den. They're coming to attack you. The pirates have the magic lamp. Your situation will turn quite dire if you don't take it from them. Is called the genie. Quick, get the lamp out of the pirate's hands. The pirate is called the genie. Quick, get the lamp out of the pirate's hands. The pirate is called the genie. Quick, get the lamp out of the pirate's hands. Und wer stirbt? Natürlich ich. You have summoned forth the genie. Don't let them take the lamp. The magic lamp granted a wish and flew off.
The rest of the pirates flee in panic, leaving mounds of treasure behind. Also, da war er schon mal nicht. Also, ich werde mal im Internet nachschauen, wo ich diesen Zeichen finde. Denn ich möchte jetzt nicht immer jedes Mal jetzt ein Part abklappern und halt die Dungeon durchlaufen. Warte. Habe ich gerade richtig gelesen? Ich soll das Touchpad benutzen? Hau ab! Gehe zur Reichstelle und drücke die Touchpad-Taste. Ach so, ich bin doch so selten dämlich. Ich muss da durch das Tor gehen. Ich hatte zuerst auch die Idee gehabt, bevor ich da selber wieder eine Dungeon ausgesucht habe. Denn das ist ja Reich der Illusion. Das wurde ja ganz halt das Tor gemeint. Okay, dann brauche ich ja doch nicht nachzuschauen. Jetzt kommt es doch falsch. Gut, dann geht es nächstes Mal dadurch. Ach, ich bin auch so ein Spätchecker. Manchmal. Aber naja, sowas passiert mal. Oder öfters. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Heute war es mal relativ in Ordnung gewesen. Ich bin froh, dass ich den Drachen gleich, ja, eigentlich einfach besiegt habe. Aber ich habe ja ihn einen mächtigen Schaden gegeben mit dieser einen Waffe da. Und meinem Begleiter auch noch dazu. Ja, ich bin gespannt, was mich als nächstes erwartet. Und ich sage ansonsten hier nur noch Tschüss.